Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. Wir haben in der letzten Folge Baldur besiegt. Es geht los. Und jetzt geht's auf nach Jötunheim. Nur zu, stelle Jötunheim ein und dann geht's los. So, Jötunheim. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Nee. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Alles klar. Wir sind fast da. Und worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Ach, warum ist das so eine Langsamlauf-Videosequenz? Das ist nie gut. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Was? Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Alles klar. Okay. Jötunheims höchster Gipfel. What the fuck? Ich werde übrigens die Facecam kurz ausschalten, wenn wir jetzt in die Endvideosequenz kommen. Weil die braucht man dabei nicht. Wenn das der Gipfel ist. Es könnte ja auch sein, dass da jetzt einfach nur ein größeres Problem wartet. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Geschafft. Haben wir. Gib die Asche dem Sohn. Gib sie ihm. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Da sind die Ketten angebrannt. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Ja. Trag sie.
Achso, er hat mal eben wieder die Binden und die Dinge eingelegt. Red nicht so schnell, du stolperst noch. Junge. Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Geh doch nicht so weit vor. Hallo, ist jemand hier? Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard-Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Ja. Wer ist der Wächter? Der Wächter. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Warte! Warte! Hier passiert was! Das ist die Mutter. Die hat die Axt. Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Gut. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Er ist ein halber Riese. Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Ist er ein halber Riese? Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Warte, da ist was verdeckt. Ja. Ja, sind wir. What? Kratos stirbt hier nicht. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich habe das genau gesehen. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Beenden wir es. Okay. Bis jetzt
Immer noch creepy. Dass die Mutter das wusste. Oh. Ach so. Da liegen so ein paar Typen rum. Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. So. Leb wohl, Faye. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Loki? Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Loki ist doch auch ein Hase. Das verstehe ich jetzt nicht. Mutters Asche. Letzter Wunsch. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Santa Monica Aber Studios. Wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen? Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow! Du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst.
Das ist dann wohl so. Ich finde auch gut, dass die Credits endlich mal schön verbaut sind. Auf dem Weg zurück aus Jittenheim. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind auch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Was würde Jesus tun? Gut, dass wir deinen genommen haben. Okay, der Junge ist zufrieden mit der Namenswahl seines Vaters. Und jetzt muss nur der Kopf noch da sein. Jungs, bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn mit mir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Irgendwo anders hin. Weiter erkunden. Erledigen Sie Zwergengefallen, befreien Sie Drachen. Haben wir schon. Reisen Sie nach Muspelheim und Nilfheim. Da waren wir beides noch nicht. Finden Sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Valkyren zu besiegen. Haben wir auch noch nicht eine geschafft. Aufenthaltsorte aller verdorbenen Valkyren sind nun auf der Karte zu sehen. Wo denn? Wir sind in Nilfheim. Okay. Hier ist eine im Vorland. Ah, okay. Das sind die. Da ist eine. Müssten 8 sein. Ja. Die sind dann noch hier irgendwo verteilt. Da ist eine. Und so weiter und so fort. Die machen wir auch noch. Kommt alles dran. Und jetzt reisen wir einfach nur noch mal schnell zurück. Nach Midgard. Um noch mal mit den Zwergen Bevor zu reden. Nach Midgard reisen, muss ich euch warnen. Es ist mehr Zeit vergangen als ich dachte. Und der Schneefall, der begann, als du Baldur getötet hast, hat zugenommen. Es ist ein Omen. Bevorstehenden Winter? Nicht irgendein, sondern ein so harter, dass er 3 Sommer lang dauert. Und wenn er so beginnt, raus. Mit Schnee. Ja, Schnee, noch mehr Schnee und dann das Ende der verdammten Welt. Ungefähr in der Reihenfolge. Noch eine Prophezeiung. Nein, Bruder. Laut Prophezeiung sollte das Böse in ein paar hundert Winter passieren. Ihr habt etwas verändert. Ihr wart nicht eingeplant. Ich sag dir, das ist Fingolwinter. Ich spür's in meinem Schritt. Das ist der Groß. Hör auf, das zu sagen. Du machst mich ganz nervös. Ja, die Jungs sind auch auf Stadt. Das ist nicht nur Schnee, und das weißt du. Das ist die Endzeit. Wage es nicht, mich zur Stimme der Vernunft zu machen. Die Endzeit. Wir reden nur über das Wetter. Über diesen kleinen Kälteeinbruch. Damit will er sagen, dass Fingolwinter bevorsteht, Jungs. Der Winter, der alle Winter beendet. Ich spür's in meinem Schritt. Ich spür's in meinem Schritt. Wenn ihr auf dem Heimweg seid, bleibt in Bewegung und versucht, nicht zu sterben. Wenn ihr nicht auf dem Heimweg seid, gilt dasselbe. Ja, kann ich jetzt raus? Danke. Ein bisschen Schneefall bis jetzt hier. Nicht übermäßig viel. Okay, aber das war's dann jetzt mit der Folge. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen da für die Vollendung der Hauptquest. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Nebenquests machen. Wir haben hier nämlich noch Aufträge, ein paar Schatzkarten und Artefakte, die wir noch finden können. Ja, das ist ja so mehr oder weniger wichtig. Aber, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.